Ich wandere ja so gerne am Rennsteig durch das Land. Ich habe meinen Rucksack gepackt für eine Mehrtagestour. Und da ist Zelt drin, Verpflegung, Kleidung. Da kommt natürlich ordentlich was zusammen. Und das sind ungefähr 12 Kilo. Aber Stefan und Amun aus Baden-Württemberg haben sich etwas Pfiffiges einfallen lassen, damit ich dieses Gewicht nicht tragen muss. Seit 2 Jahren tüfteln der Designer Stefan und der Filmemacher Amun in ihrer Freizeit an einer Lösung für zu schweres Gepäck. Das Ergebnis möchten sie heute Rico hier am Rennsteig zeigen. Hallo. Ihr möchtet mich von meinem Gepäck erleichtern. So ist es, ja. Was habt ihr mir mitgebracht? Das ist ein Wanderwagen. Ein Wanderwagen ist dazu gedacht, wenn du länger unterwegs bist und richtig schweres Gepäck dabei hast, ja, dass du nicht alles schwer auf deinem Rücken schleppen musst, ja, sondern locker hinter dir herziehst. Was hast du jetzt gerade auf dem Rücken? Ja, das ist unser Zuggeschirr. Damit kannst du den Wagen einfach einhängen und freihändig laufen. Das heißt, mein 12-Kilo-Rucksack, der passt jetzt da rein. Sogar mit bis zu 40 Kilogramm könnte Rico den Wagen beladen. Die Schnüre dangeln hier ein bisschen rum. Ich hätte noch einen Regenschutz dabei. Das ist eine gute Idee. Wenn wir den drüber machen, dann ist es gut verpackt. Ja. Das packe ich hier drüber. Da der Wagen aus Aluminiumrohren besteht und unten offen ist, kann ein Regenschutz praktisch sein. So wird der Rucksack von unten nicht dreckig. Jetzt ist das ja gut verpackt. Warum ist der denn nach unten offen oder allgemein kein Kasten? Das ist eine Gewichtsersparnis. Du hast sowieso einen festen Rucksack, der hier durch die Bändel gehalten wird, dass hier nichts in die Räder reinkommt. Genau, also wenn ich mir jetzt das System anschaue, da kommt jetzt nichts mehr auf den Boden und ist gut verzurrt. Jetzt ist der Wagen bereit. Jetzt können wir noch das Zuggeschirr anziehen und dann kann es losgehen. So, da rein, hier. Oh, der Rucksack ist aber leicht. Wie du es von einem Rucksack gewohnt bist, dass es schön auf der Hüfte sitzt. Ja. Okay. Und hier oben kannst du es auch noch zusammen machen. Das hält dann diese 2 Schulterpolster schön in Form. Ja. Und jetzt kann ich einfach schon rein? Ja, bitte. Okay. Die lassen sich einfach einklicken? Genau, das ist, wird magnetisch angezogen, hält dann sicher. Welche Wege kann ich denn jetzt alles bestreiten mit dem Wagen? Es geht eigentlich mehr, als man denkt. Ja, du kannst schmale Pfade laufen, du kannst mit, wo Steine drauf sind. Ja. Zur Not geht auch mal eine Treppe oder ein schwerer Wurzelpfad, das ist auch kein Problem. Das habe ich alles dabei. Ich habe nämlich einen Weg ausgeguckt, wo es am Anfang ganz seicht losgeht, auf breiten Wegen. Und dann wird der Weg immer ein bisschen schmaler und es kommen Wurzeln und immer steilere Stücke. Los geht's. Einfach los. Die Deichseln halten den Wagen während des Wanderns auf Distanz. Neigung und Abstand der Stangen sind verstellbar. So können sie auf die Statur der Person angepasst werden, die zieht. Also der erste Eindruck, ich merke den Wagen fast nicht. Es wackelt ein bisschen, zieht ein bisschen an der Hüfte. Aber ich laufe aufrecht, hier oben ist kein Gewicht mehr. Und ich muss mich mal rumdrehen, es ist noch alles da. Ich meine, kleine Sachen würden durchfallen, ne? Ja, aber es ist auch dafür gedacht, dass du hier deinen Rucksack drin hast oder eine große Reisetasche kannst du dort einpacken. Das funktioniert hervorragend. Ihr seid ja nicht die Ersten, die so einen Wanderwagen sich ausgedacht haben. Was sind denn bei euch die Unterschiede? Wir haben verschiedene Dinge entwickelt. Ein Punkt ist zum Beispiel dieser Rahmen, ja, der ist komplett verschweißt an jeder Verbindung. Das sind Erfahrungen aus Tests, ja, mit verschraubten Verbindungen, die immer unter Impulslast sich irgendwann lösen, ja, anfangen auszuleiern. Deswegen haben wir gesagt, konsequent alles verschweißt. Und du hast gemerkt bei der Steigung, dass hier eine ganze Menge Gewicht auch auf der Schulter landet. Ja. Und bei den meisten Zuggeschirren war es so, dass es die meiste Kraft auf der Hüfte ist. Und wir haben das kombiniert, sodass die gesamte Kraft auf den ganzen Oberkörper verteilt wird. Und was vor allem bei uns anders ist, wir haben uns überlegt, wir machen das mal so, dass auch andere Dinge draufpassen. Wenn man zum Beispiel zum Einkaufen geht. Und so haben wir uns gesagt, okay, warum soll man Wanderwagen auch nicht als Einkaufswagen sozusagen für autofreies Leben benutzen? Ja? Und als das fertig war, haben wir uns überlegt, und jetzt hängen wir das Ganze noch ans Fahrrad dran. Und dann ist diese Sache nämlich rund. Okay, also 3 in 1 am Ende. Genau, ja. Aber jetzt will ich natürlich wissen, wie sieht es aus, wenn der Weg noch enger wird? Wir wandern weiter.
Sehr gut. Jetzt kommen hier die ersten Hindernisse. Die werden durch die Luftbereifung abgefedert. Jetzt merke ich den Wagen natürlich mehr. Da habe ich mich schön vor den Wagen gespannt. Aber es zieht wirklich an den Schultern runter über die Hüfte. Also der Zug ist gut verteilt. Auch über Stock und Stein habe ich ein leichtes Gefühl, auch wenn es bei den großen Wurzeln schon ganz schön hin und her ruckelt. Also das hier ist jetzt natürlich deutlich zu eng. Ich nehme ja schon den ganzen Wald mit. Und hier ist jetzt auf jeden Fall Schluss. Wenn dann sowas mal kommt, dann kann man jetzt den Wagen auf den Rücken nehmen, vorausgesetzt, du hast einen Rucksack drauf oder eine Tasche mit Schultergürteln. Das habe ich. Also jetzt kommt das hier raus. Jetzt wird es für mich anstrengend. 12 Kilo mein Rucksack. Und was wiegt gleich nochmal der Wagen? 6,1 Kilo. Und bei einer Traglast von 40 Kilo ist es einer der leichtesten Wagen. Also 18 Kilo habe ich dann jetzt gleich. Okay. Ja, das ganze Gewicht auf meinem Rücken. Es fühlt sich gar nicht so schwer an, weil es gut verzurrt ist. Und jetzt kann ich die Hindernisse einfach nehmen. Aber ich habe so Fühler oben dran. Da muss ich ein bisschen aufpassen nach oben. Oder bei Bedarf die Stangen einfach abschrauben. Ah, jetzt sind wir zurück auf unserem Weg. Jetzt können wir wieder umbauen, weil den Weg kennen wir und er ist breit genug. Achtung. Zack. Jetzt öffne ich hier einfach wieder auf. Okay. Und jetzt geht's wieder bergab. Jetzt bin ich gespannt, wenn es bergab geht, wie sehr mich das Gewicht nach vorn drückt. Weil hier ging es ja schon sehr steil runter. Jetzt merke ich den Wanderwagen schon, aber im Gegensatz zum schweren Rucksack habe ich jetzt nicht dieses Stauchen in die Knie. Obwohl er so ein bisschen schiebt von hinten, ist es trotzdem ein sicheres Gefühl. Na, habt ihr Lust, auch mal mit so einem Wanderwagen auf Tour zu gehen? Schreibt es uns gerne hier unten in die Kommentare. Und in diesem Video hier gibt es auch eine Erleichterung, und zwar, wenn ihr große Pakete schleppen müsst. Lasst uns gerne noch ein Like da und abonniert den Kanal, dann verpasst ihr keine Erfindung.